So, hier sind wir wieder. Hallo, aus Beatrice. Locarno. Ja, ja, na, ja. Wie geht's dir? Ja. Und dir? Ja. Erzähl mir von deinem Film, du hast Heimatland geschaut und Heimatland ist die Schweiz. Heimatland ist die Schweiz und das war auch einer dieser Filme, von dem ich vorher schon immer so ein bisschen so ein Gewaber gehört habe. Ne? Und immer mal wieder Stimmen gehört habe, die sagten, guck dir den an, und der war eigentlich nicht auf meinem Plan. Und dann habe ich das eben doch gemacht. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr gelohnt. Heimatland ist ein Projekt von 10 jungen Filmemachern aus der Schweiz, die ein Gemeinschaftsprojekt gemacht haben. Das klingt nach Deutschland 09. Und das ist es eben überhaupt nicht. Aha. Es sind ineinander verwobene Episoden, keine abgetrennten. Und es wird im Prinzip eine Geschichte durcherzählt. Und die wird auch, also es wechselt dann immer der Fokus der Figuren. Und ich nehme an, dass jeder der Regisseure eine Figur sich quasi vorgenommen hat. Das Gemeinsame an dem Film, die gemeinsame Grundgeschichte ist, dass sich über der Zentralschweiz eine riesige Wolke aufbaut, die immer größer wird und immer größer wird. Und es ist klar, es kündigt sich ein Sturm an, einen Sturm gigantischen Ausmaßes. Die Wolke expandiert und wächst, aber nur bis zur Schweizer Landesgrenze. Danach ist Schluss. Dann passiert natürlich, es kommt zu Panikreaktionen, zu Panikkäufen. Die Schweizer Versicherungswirtschaft bemüht sich um ein Rettungspaket beim Schweizer Bundesrat, was natürlich abgelehnt wird. Und es setzen sich Flüchtlingsströme in Gang, die im Prinzip den Weg von der Schweiz, von der Insel der Glückseligkeit, in die Europäische Union nehmen. Oh, wir wissen ja, wie das ausgeht. Die Europäische Union macht das, was sie am besten kann. Erstmal die Grenzen dicht. Genau. Und also diese ganze Geschichte wird erzählt anhand von 10 Personen. Und das ist wirklich ganz toll gemacht. Das ist wie aus einem Guss gemacht. Man merkt überhaupt nicht, dass hier verschiedene Regiecharaktere am Werk sind. Also das ist wirklich ganz toll, sehr empfehlenswert. Das ist so eine Art Schweizer Genre-Apokalypse-Kino. Genau, aber mit deutlich politischen Hintergründen, mit deutlichen Bezügen auf Rechtspopulisten und das so weiter. Gut. Ja. Also Rechtspopulisten nicht, aber so an sich. Ja. Und was hast du gesehen? Ja, etwas, was nicht so gut war, auch wenn der Film Entertainment hieß, aber es war das Gegenteil von Entertainment, denn es handelt sich um einen Film über einen Anti-Comedian. Also es gibt ja diese Bewegung, dass man sozusagen Comedy macht, die anti ist, sprich die eigentlich gar nicht lustig ist. Und das muss man sagen, hat der Film geschafft. Er kriegt das sehr gut hin, ganz viele Witze zu machen, die überhaupt nicht lustig sind. Kannst du da mal einen erzählen? Das würde mich mal interessieren, was das für eine Art von Humor ist. Was ist der Unterschied zwischen der amerikanischen Flagge und Courtney Love? Keine Ahnung. Du wirst nie drauf kommen. Okay. Auf die amerikanische Flagge darf man nicht drauf pissen. Okay. Exakt. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wir haben diesen Comedian, der nur solche Sachen erzählt und der redet die ganze Zeit von Sperma und von Ficken und von also alles, was aus Menschen so rauskommen kann, ist es aber eher eklig, als irgendwie lustig. Es wird, es soll auch absurd sein, es ist aber eher so abstoßend, dass man keinen Bock auf diese Absurdität hat. Ja. Also der versucht so ein bisschen so Quentin Dupieux-mäßig zu sein, aber ist dann dabei unglaublich langweilig und einfach nur so richtig, richtig ätzend. Das ist natürlich, das muss man auch erstmal schaffen, als Film seine Zuschauer dazu zu bringen, dass man diesen Film hasst, mit jeder Seele, mit jeder Pore. Und er hat es geschafft, ich saß da drin und habe ihn gehasst. Ich wollte diesen Menschen umbringen, damit dieser Film endlich aufhört. Also insofern gelungen, aber Nicht auf eine gute Art und Weise oder auf eine schöne Art und Weise. Ja, vielleicht liegt es an mir. Ich konnte mich darauf nicht einlassen, es schön zu finden, das scheiße zu finden. Okay. Und ich bin ja eigentlich jemand, der schlechte Filme gerne mag, aber der war jetzt nicht so schlecht, dass er wieder gut war. Der war einfach wirklich nur nervig. So. Mhm. Also ein bisschen wie meine Tante Elke quasi. Das wird auch nicht besser, egal wie viele Stunden man da sitzt. Und so war das halt. Ja. nicht so toll. Nee, klingt nicht aber so. Aber immerhin, ich will jetzt die apokalyptische Schweizer Wolke gucken. Wir haben ja hier nicht eine Wolke. Ach doch, da hinten, guck mal, hier geht's los. Hier. Hinter uns geht's an. Ich glaube, wir sollten schnell aufhören, bevor wir hier nicht mehr rauskommen aus dem Land. Wir wissen ja, wie schnell das geht. Genau. Und dann sind wir plötzlich, was sind wir dann? Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Ja, siehst du, also machen wir lieber Schluss. Obwohl, wir flüchten jetzt erstmal ins Kino. Genau. Ab. Alles klar.